Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, eine Umfrage über den Geschichtsunterricht zu starten? Also wir hatten einen ganz konkreten Anlass. Das ist eine Tagung der Geschichtsdidaktiker und die haben die Frage gestellt, wie soll eigentlich der Geschichtsunterricht im 21. Jahrhundert aussehen. Diese Tagung hat über 200 Experten versammelt und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich auch mal die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler und auch die Bevölkerung insgesamt befragen, wie wünschen die sich eigentlich den Geschichtsunterricht? Was finden sie eigentlich wichtig am Geschichtsunterricht? Welchen Stellenwert soll der Unterricht haben? Und wie sieht es auch ganz konkret in der Schule aus? Eines der Umfrageergebnisse, die habe ich ja schon genannt, nämlich dass fast die Hälfte der über 14-Jährigen nichts mit dem Begriff Auschwitz anfangen könnten. Zu welchen Ergebnissen sind Sie da vielleicht noch gekommen und wen genau haben Sie jetzt gefragt? Schüler haben Sie ja schon genannt, aber welche Schüler? Also wir haben befragt alle Menschen in der Bundesrepublik repräsentativ, das heißt über 1000 Erwachsene über 14 Jahre und damit wir noch ein bisschen konkreter Erkenntnisse haben über 14- bis 16-Jährige, also über eine besondere Altersgruppe, haben wir nochmal über 500 Schülerinnen und Schüler dazu befragen lassen. Das ist eine Forsa-Umfrage, eine Repräsentativumfrage, die in den letzten Wochen durchgeführt worden ist. Wir haben diese Umfrage gemacht, zunächst einmal mit dem Schwerpunkt, wie sieht es eigentlich aus, wie wichtig empfinden die Deutschen, wie wichtig empfinden Jugendliche Geschichte, wie empfinden sie den Geschichtsunterricht, was ist ihnen dabei besonders wichtig und was wünschen sie sich? Und wir haben dann noch zusätzlich auch eine Frage gestellt zu dem Thema, was Schülerinnen und Schüler und auch was die allgemeine Bevölkerung mit dem Begriff Auschwitz-Birkenau verbindet. Das war eine offene Frage, also ohne vorgegebene Antworten, wo dann gefragt worden ist, was war das Auschwitz-Birkenau? Und dann wurde gezählt und ermittelt, wie viele geäußert haben, dass es ein Konzentrationslager, ein Vernichtungslager gewesen ist. Und das Ergebnis zeigt, dass eben 59% der Schüler über 14 Jahre weiß, was Auschwitz-Birkenau ist. Aber das bedeutet, dass eben halt knapp über 40% das nicht wissen. Dann kann man allerdings verfolgen, dass je älter die Leute sind, desto informierter sind sie über Auschwitz-Birkenau. Das heißt, wenn man das dann auf die gesamte Bevölkerung bezieht, nicht mehr nur auf die Schülerinnen und Schüler, auf die Jugendlichen, dann landet man bei 86%. Das ist schon ein recht hoher Wert. Allerdings zeigt es eben, je weiter man runtergeht im Alter, desto weniger Wissen gibt es über Auschwitz-Birkenau. Und Sie haben danach gefragt, warum wir das gemacht haben. Sie haben auch in der Anmoderation ja schon darauf hingewiesen, dass es eine Debatte gibt über das Geschichtsbild der Deutschen. Und es gibt ja vermehrt Stimmen, die sagen, dass man in der Schule sich nicht mehr so stark auf die negativen Aspekte der deutschen Geschichte konzentrieren solle. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal wissen, wie ist eigentlich das Wissen? Und diese Frage hat eben zutage befördert, dass das Wissen gar nicht so stark vorhanden ist. Also im Gegenteil, wir brauchen nicht weniger Unterricht dazu oder nicht weniger Wissensvermittlung, wie es so von bestimmten Kreisen gewünscht werden, zu denen auch die AfD gehört, sondern wir haben da eigentlich sogar ein Defizit. Ich konnte auch lesen, dass ein Ergebnis Ihrer Studie auch war, dass aus Sicht der Jugendlichen im Geschichtsunterricht heute immer noch reine Wissensvermittlung historischer Namen, Daten und Fakten zwar dominiert und dann aber, das haben Sie ja auch gerade benannt, Auschwitz-Birkenau können dann nur 59% der Schülerinnen und Schüler eigentlich genauer definieren ab 14 Jahre. Wie können Sie sich das erklären? Einerseits das reine Faktenwissen, was wohl vermittelt wird und die Schüler haben ja anscheinend diese Ansicht, auf der anderen Seite mit dem Begriff Auschwitz-Birkenau kann man nicht so viel anfangen. Das ist in der Tat richtig. Das ist ein Widerspruch. Es gibt tatsächlich den höchsten Wert, wenn man danach fragt, wie findet eigentlich Unterricht statt. Aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler gibt es den höchsten Wert für die reine Wissensvermittlung. Aber da haben Sie vollkommen recht. Dann fragt man sich, warum bestimmte Wissensbestände nicht vermittelt werden. Nun muss man allerdings wiederum ein bisschen in Rechnung stellen. Wir haben nur diese eine Frage gestellt nach Auschwitz-Birkenau. Und das Wissen, was die deutsche Geschichte ausmacht, das ist natürlich doch noch mal ein bisschen breiter.
Ich habe sowieso den Eindruck, dass wir, wenn wir über Wissensvermittlung reden, vielleicht ja auch in den Schulen über ganz verschiedene Dinge sprechen müssen, was mit Geschichte verbunden wird, weil wir in deutschen Schulen an vielen Stellen gar keinen reinen Fachunterricht mehr haben, geschichtlichen Fachunterricht, wo es um die Vermittlung von geschichtlichem Wissen geht, sondern wir haben mehr und mehr Schulfächer, die so eine Kombination sind aus Geografie, aus Geschichte und aus Politik. Und dort, das sagen die Experten, das sagen auch die Vertreter der Geschichtslehrerverbände, ist das Fachgeschichte schon deutlich auf dem Rückzug. Also wenn wir über reine Wissensvermittlung sprechen, dann muss man einfach in Rechnung stellen, dass der Fachunterricht in Deutschland eben halt auch in die Defensive geraten ist. Und deswegen ist bei dieser Auskunft der Jugendlichen, dass hauptsächlich Wissen vermittelt wird, immer die Frage, worauf beziehen die sich? Das konnten wir natürlich jetzt auch in dieser kleinen Forsa-Umfrage nicht mehr in alle Details klären. Dazu bräuchte es, wenn man das genauer ermitteln wollte, bräuchte es dafür eigentlich ein größeres Forschungsvorhaben an den Universitäten beispielsweise. Auch die Geschichtsdidaktiker könnten das natürlich noch mal ganz genauer untersuchen. Und genau, wenn wir auch auf diese Geschichtsdidaktik schauen, der eine Grund ist ja die Quantität quasi der Schulstunden, aber es geht ja auch um die Qualität der Schulstunden. Gerade so Themen wie Auschwitz-Birkenau als Teil des Holocaust sind ja in ihrer, ja man könnte schon sagen, Entsetzlichkeit manchmal schon für erwachsene Menschen mit mehr auch Lebenserfahrung kaum zu begreifen. Wie müsste denn da jetzt vielleicht auch Ihrer Meinung nach eine so kind- und jugendgerechte Bildungsarbeit aussehen, wenn es um das Thema in der Schule geht? Also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahrzehnten schon sehr, sehr viel verändert in den Schulen. Das, was Sie anklingen lassen, das hat es über viele Jahrzehnte gegeben. In der unmittelbaren Nachkriegszeit hat man ja noch nicht über den Holocaust gesprochen. Aber als dann das Thema in die Schulen einzog, dann war das häufig auch mit dem verbunden, was wir heute so eine Art Schockdidaktik nennen. Also da sind dann Bilder von Leichen gezeigt worden und so weiter, um irgendwie die Jugendlichen dagegen zu imprägnieren, also mit der Absicht, dass man Jugendliche durch diese schockierenden Bilder und durch diese schockierenden Fakten davor schützen könnte, dass sich so etwas wiederholt. Das ist aber schon lange, lange, lange vorbei. Mittlerweile haben wir über 20, 30 Jahre ja einen großen Aufschwung an Gedenkstätten, die ihre Arbeit anbieten, die sich an die Schulen richten, wo Jugendliche mit ihren Lehrern an außerschulische Lernorte gehen können und sich da dann konkret damit beschäftigen können, wie ist es eigentlich zu der Massenvernichtung gekommen, wie ist es zum Holocaust gekommen. Da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schon vieles geändert. Und ich glaube, dass aus unserer Erfahrung, wir machen ja als Körperstiftung auch den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, dass zwei Dinge ganz zentral sind, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Man muss die Möglichkeit bekommen, eigene Fragen zu stellen, denn Jugendliche interessieren sich durchaus für den Nationalsozialismus, das stellen wir in unserer Arbeit immer wieder fest. Aber dazu müssen sie dann in der Lage sein, auch eigene Fragen zu stellen, die sie interessieren, die möglichst auch mit ihrer unmittelbaren Lebenswelt zu tun haben. Also nicht irgendwo abstrakt, dass irgendwo in Berlin irgendwelche Entscheidungen am Schreibtisch getroffen worden sind, sondern wie sah es bei mir konkret vor Ort aus? Und sie müssen die Möglichkeit haben, dann Quellen zu untersuchen, denn dann wird Geschichte sehr hautnah erfahrbar und spürbar. Die Zeitzeugen werden ja immer weniger, die sind kaum noch da. Was wir heute sehen, ist, dass es noch Zeitzeugen gibt, die den Nationalsozialismus eben als Kleinkind erlebt haben. Aber es gibt die Quellen immer noch, es gibt die Archive, es gibt die Gedenkstätten. Und das ist ein Thema, wenn das so präsentiert wird, wo man feststellen kann, dass Schülerinnen und Schüler durchaus da Interesse daran entwickeln. Dafür, dass das möglich ist, braucht man aber Zeit. Das sagen eben die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule. Wir haben wenig Zeit. Dafür, dass das gelingen kann, braucht es auch wiederum an den Gedenkstätten gut ausgebildete Pädagogen, die auf die Schülerinnen und Schüler zugehen können, die Materialien haben.
das alles hat verschiedene Aspekte und es gibt verschiedene Faktoren, damit das Ganze dann auch gelingen kann. Aber es kann gelingen und mittlerweile gibt es auch eine, finde ich, sehr beeindruckende Kultur des außerschulischen Lernens in Deutschland zu Themen des Holocaust und des Nationalsozialismus. Nun haben Sie verschiedene Aspekte auch schon angesprochen, unter anderem den sehr engen Lehrplan in der Schule, dann aber auch der Ausgleich, der stattfindet in so einer bildungspolitischen Bildungsarbeit, wie zum Beispiel bei Gedenkstätten oder auch Archiven. Trotz allem sieht es nicht ganz so negativ aus, wie man am Anfang gedacht hatte bei den Umfrageergebnissen. Aber welche Schlüsse müsste man dann vielleicht doch daraus ziehen, wenn man sich jetzt einmal die Umfrageergebnisse vor Augen hält? Was bedeutet das Ihrer Meinung nach dennoch für den Geschichtsunterricht jetzt aktuell und in Zukunft? Was bräuchte es da vielleicht auch Ihrer Meinung nach? Also in der Forsa-Umfrage sind eigentlich eben zwei Dinge deutlich. Einerseits nehmen die Schülerinnen und Schüler schon wahr, dass der Geschichtsunterricht schon auch moderner geworden ist, in dem Sinne, dass es neben der Faktenvermittlung, das hat immer noch eine sehr große Bedeutung, aber auch andere Formen der Vermittlung von Geschichte mittlerweile gibt, Projektarbeit und Ähnliches. Also da ist der Geschichtsunterricht ist insgesamt in Bewegung gekommen und das ist gut so. Was aber diese Umfrage eben deutlich macht mit der Auschwitz-Frage ist, dass es dann möglicherweise wieder auf der anderen Seite auch Defizite gibt bei der Wissensvermittlung. Und ich glaube, dass das genau ein Kernproblem ist, wie Geschichtsunterricht gestaltet werden muss. Das ist nämlich die Frage in der Abwägung zwischen wie viel Wissen vermittelt man, wie viel reine Wissensbestände sollen aus der deutschen Geschichte vermittelt werden und wie viel Möglichkeiten gibt man, Freiräume zu finden, um selber von der Gegenwart aus Probleme zu geschichtlich zu untersuchen, also sogenannte Tiefenbohrungen in die Geschichte zu unternehmen. Denn Geschichte ist ja nicht nur irgendwas, was so früheres Leben dokumentiert, sondern es soll ja mit der Gegenwart zu tun haben. Es soll auch die Gegenwart ein Stück weit erklären helfen. Also dafür braucht es solche Probebohrungen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass man da eine Balance finden muss. Einerseits dann doch sich darauf beziehen muss, dass es bestimmte Fakten gibt, bestimmte Wissensbestände gibt. Also ich bin jetzt schon auch von anderen Seiten mal gefragt worden, warum das überhaupt wichtig ist, jetzt Auschwitz zu wissen. Und es gibt doch so viele Fakten, gibt es auch andere Fakten. Ja, das stimmt. Man muss wirklich sich Gedanken machen, welchen Grundbestand an Wissen wollen wir eigentlich in der Schule vermitteln. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, dass das gar nicht möglich wäre. Man müsste zu viel auswählen dann. Die Geschichte ist zu breit, zu groß, zu tief. Ja, aber wenn wir dann sagen, es wird eigentlich gar kein Wissen mehr vermittelt, dann glaube ich, sind wir auch auf dem falschen Weg. Also ich glaube schon, dass es mit Blick auf die deutsche Geschichte schon wichtig ist, dass wir ein paar Begriffe kennen, wenn wir in der Schule gewesen sind und sie uns nicht erst danach aneignen. Aber ich glaube, natürlich darf der Unterricht nicht in ausschließlicher Wissensvermittlung bestehen, sondern er braucht Möglichkeiten, solche Probebohrungen zu machen. Und nun ist es so, wir haben ja unterschiedliche Bundesländer, dass der Vorteil ist, es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Bundesländer, die da schon ein bisschen mehr ausprobieren. Es gibt andere Bundesländer, in denen da immer noch eher klassisch unterrichtet wird. Und man muss eben halt ganz genau beobachten und sich anschauen, wie lernen die Schüler, um dann zu versuchen, aus den Erfahrungen der Bundesländer ein gutes Modell zu entwickeln und die Bundesländer insgesamt anzuregen, besser zu werden. Ich meine, dafür haben wir so viele unterschiedliche, wir haben eine föderale Bildungssituation und die Idee dahinter ist, dass man besser werden kann und das müsste im Prinzip die Zielsetzung dabei sein.